Servus, liebe Leute, Franco hier und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Wir zocken heute mal wieder mit dem Imperium gegen die Hochelfen. Und ich bin bei dem Imperium momentan so ein bisschen, ja, auf einem lachenden und einem weinenden Auge. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Balance, mit der Balance, wie das Imperium momentan dasteht. Von der Infanterie her, der Nahkampfinfanterie, finde ich eigentlich sehr gut. Aber es gibt zwei große Probleme, die ich mit dem Imperium momentan habe. Und das ist leider die größte Stärke, die das Imperium eigentlich haben sollte. Nämlich ihre Musketen und ihre Kanonen. Die Höllenblaster, Hellblaster Volleygun und die Höllensturm-Raketenbatterie jetzt mal außen vor gelassen. Die waren ja schon immer schlecht, sind immer noch schlecht. Okay, damit haben wir Imperium-Spieler uns ja jetzt mittlerweile abgefunden. Aber dass eben die Kanonen und die Musketen überhaupt nicht funktionieren, ist wirklich ein Riesenproblem fürs Imperium. Die Musketen unterliegen ja immer noch diesem Bug, dass sie auf Gegner zulaufen, diese nicht, auf diese zwar schießen sollen, einen Angriffsbefehl haben, aber keine direkte Sichtlinie haben. Ebenso die Kanonen. Und die Kanonen treffen absolut nichts, sie sind so unpräzise, dass man die eigentlich getrost zu Hause lassen so kann. Ansonsten, die Mörser wurden allerdings verbessert und die sind mittlerweile echt ziemlich geil. Ich finde die Mörser echt richtig gut mittlerweile. Viele Leute nehmen die Mörser nicht, weil sie irgendwie sagen, die machen so wenig Schaden. Aber das Ding an den Mörsern ist eben, die machen so viel, die machen relativ viel Schaden, wenn man das ganze Spiel, wenn man den ganze Spieldauer betrachtet, also die treffen zwar auch nicht besonders gut, aber die machen eben gerade an so Einheiten mit wenig Panzerung viel Schaden. Und wenn man sich mal überlegt, was die Mörser so machen, machen viel Schaden an leicht gepanzerten Einheiten und haben eine hohe Reichweite. Und wer ist leicht gepanzert? Bogenschützen. Und Bogenschützen haben meisten, also haben weniger Reichweite als die Mörser. Und damit könnt ihr die Mörser eben wunderbar nehmen, um Bogenschützen auszuschalten oder in Blobs zu schießen. Das sieht man auch hier in dem Match, das ich euch jetzt mal zeigen will. Wir haben hier eine Frontlinie aus Speerträgern. Die Speerträger liebe ich. Genau die Einheit, die dem Imperium gefehlt hat, mit der Preisreduktion, das jetzt weniger kosten, 375, ist die optimale Frontlinieninfanterie fürs Imperium. Also wir haben hier eine Frontlinie aus 4 Speerträgern dabei. Dann hier nochmal eine Einheit normale Speerträger. Auch mit Schilden, die eingreifen sollen, wenn hier irgendwas durchbricht. Dann haben wir 3 Mörser dabei. 1, 2, 3. Hier so ein bisschen fies platziert, sodass mein Gegner Schwierigkeiten haben wird, hier reinzukommen. Beide Artillerienester werden beschützt von einer Einheit Speerträger und einer Einheit Demigreifen. Ebenso hier drüben sind Demigreifen und die Speerträger dabei. Dann haben wir nochmal einmal die Silberkugeln. Zusammen mit dem Lichtmagier sollen die irgendwelche Flieger beschädigen, die hier versuchen, unsere Artillerienester auszuräumen. Und wir haben noch in der Peripherie, so in der zweiten Reihe mehr oder weniger, 2 Einheiten Hellebardiere. Finde ich eigentlich eine ganz gute Wahl gegen die Hochelfen, weil viele Truppenelemente der Hochelfen hier im ersten Kampf ausgeschalten werden. Wie zum Beispiel diese ganzen weißen Löwen und so. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Mit dem Artilleriefeuer von den Mörsern geht es eigentlich wunderbar mit der Kombi hier. Speerträger gegen die Elfeninfanterie. Und wir haben Karl Franz auf seinem gerüsteten Kriegspferd dabei. Der Junge ist ziemlich derbe, wenn man ihn mit seinen beiden Gegenständen mitbringt. Also dem Galmaras und der Runenklinge des Reichslandes, da geht sein DPS ziemlich pervers hoch. Ich glaube, der hat dann so knapp 800 oder 720 oder sowas. Und unser Gegner hat eine relativ standardmäßige Armee dabei, hat eine Menge Bogenschützen dabei. Ist ja sehr verlockend mit den Hochelfen. Er hat 4 Einheiten Bogenschützen dabei. Unsere Armbrustschützen werden den Bogenschützen der Hochelfen aushoch unterlegen, weil die einfach eine Reichweite von 180 haben und wir damit einfach nichts gegen die machen können mit unseren Bogenschützen. Aber wenn wir Mörser dabei haben,
sieht es schon ganz anders aus und unser Gegner kann hier nicht ungestraft einfach mit seinen Bogenschützen auf unsere Schwerträger schießen, auf unsere Speerträger schießen, was er jetzt auch hier macht. Ist aber nicht so schlimm für uns, denn unsere Speerträger haben Speere und kosten sehr wenig. Das heißt, er verschwendet hier eine Menge Munition auf unsere Speerträger, er hat aber keine anderen Ziele. Wir bieten ihm einfach keine anderen Ziele. Karl Franz ist hier versteckt im Wald und unsere teureren Truppenelemente befinden sich außerhalb der Reichweite seiner Bogenschützen. Dann hat er noch dabei zwei Einheiten Drachenprinzen und er hat dabei zwei Einheiten weiße Löwen und der Rest ist aufgefüllt mit Speerträgern. Und ich würde sagen, wir legen mal den zweiten Gang ein, gucken, was unser Gegner hier macht. Und hier will ich euch jetzt nochmal den Vorteil an diesen ganzen, an diesen Speerträgern zeigen. Also, erstmal kommt er hier nochmal mit seinem Königs rum und will uns hier, will auf unsere Mörser angreifen. Kriegt allerdings das typische Imperiumsmanöver jetzt halt hier zu spüren und wird genetzt und beschossen, also wunderbar, bla bla bla, das kennt er ja, die Situation. Aber hier ist es jetzt halt echt cool, weil diese Speerträger halt einfach Ansturm abwehren gegen große Feinde haben. Das heißt, mit der Frontlinie aus Speerträgern hat man natürlich nicht das Problem, dass euer Gegner hier massiven Schaden mit Kavallerie machen kann. Und das sehen wir jetzt auch hier, charge hier rein, wir nehmen allerdings relativ wenig Schaden, dadurch, dass wir Ansturm abwehren haben. Und wir kriegen natürlich trotzdem Schaden und vor allem auch Moralschaden. Füllen allerdings diese Stellen, wo wir jetzt angegriffen werden, direkt mit unseren Truppen aus der zweiten Reihe auf. Und halten unseren Gegner hier dadurch noch weiter auf. Also wunderbar. Und seine Bogenschützen werden natürlich in der Zwischenzeit ständig von unseren Mörsern beschossen. Momentan sind die Bogenschützen noch das beste Ziel für unsere Mörser. Was sich allerdings jetzt dann demnächst ändern wird. Nämlich genau jetzt zu dem Zeitpunkt hier. Wir sehen hier diese Situation. Seine Infanterie will hier um jeden Preis durchbrechen. Und floppt hier. Das ist ein Fehler, den viele Spieler machen. Sage ich auch, würde ich euch auch wirklich empfehlen, das nie zu tun, so arg zu floppen. Weil jetzt ermöglicht er mir nämlich diesen Move hier. Da feuere ich jetzt einfach mit meinen Mörsern genau in diesen Block hier rein. Ihr seht schon, das macht jetzt nicht so übermäßig krassen Schaden noch, aber das wird sich mit der Zeit auf jeden Fall läppern. Und diese weißen Löwen haben eine Rüstung von 90. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn eine Einheit Rüstung hat, die so über 100 liegt, so ein bisschen, kann man sagen, dann sind sie keine so optimalen Ziele mehr für die Mörser. Aber alles, was unter 100 ist, könnt ihr mit Mörsern beschießen und es ist effektiv. Hier ist jetzt, hat er es geschafft, mit einer Einheit Drachenprinzen so ein bisschen durchzubrechen. Aber wir haben ihn natürlich mit unseren Demigreifen abgefangen. Die Demigreifen sind den Drachenprinzen schon noch überlegen. Im 1 gegen 1 Kampf und hier waren noch die Musketen, die Elebaden dabei, die natürlich auch optimal sind für diese Drachenprinzen. Und wir können hier genau das machen, was wir machen wollten. Wir haben meinen Gegner so unter Druck gebracht, dass er hier irgendwie völlig vergessen hat, Flankmanöver zu starten. Er hätte mit seiner ganzen Infanterie ganz einfach hier rumgehen können oder hier rumgehen oder irgendwas machen, aber er hat irgendwie sich so von diesem Mörserbeschuss stressen lassen, dass er versucht hat, mit allem, was er hatte, hier durchzubrechen. Und wenn man eben mehrere Linien hat aus Infanterie, kann man das natürlich wunderbar verhindern. Und hier fliegen jetzt unsere Speerträger natürlich schon, aber wir haben immer mehr Truppen in der Peripherie platziert, die wir jetzt hier reinziehen können, sobald hier unsere Jungs aufgeben. Und manche Truppen haben sich auch schon wieder gesammelt. Ich habe die dann einfach hier gehen lassen, sodass sie dann, falls hier irgendwas durchbricht, wieder eingreifen können. Sie können sich hier erholen. Und sind mittlerweile wieder frisch, das heißt, die ganzen Debuffs, die sie durch den Ausdauerverlust haben, sind jetzt auch wieder negiert. Wir haben wieder frische Kämpfer, die hier reingehen können. Wenn die Elfen immer weiter kämpfen müssen und ständig Ausdauer verlieren, sind mittlerweile sehr müde. Und der Mörserbeschuss und der Rüstungsflüchtlinge Schaden der Elebadiere, zusammen mit den Buffs von Karl Franz, der hier zusammen mit den
Emmy greifen gegen Tyrion kämpft, der auch zu Fuß ist. Ich dachte, der wäre auf dem Pferd, aber ist er nicht, okay. Aber ihr seht schon, was Karl Franz hier aus Tyrion gemacht hat. Er hat es hier relativ fast alleine hingekriegt, Tyrion so Platz zu machen. Also ich bin wirklich jetzt mittlerweile überzeugt von Karl Franz. Ich war früher so ein bisschen gegen Karl Franz, aber mit den Buffs, die er jetzt bekommen hat, ist er wirklich ein guter Kämpfer. Ist allerdings auch trotzdem teuer. Aber wir sehen jetzt hier, die Frontlinie der Elfen bricht. Unsere Demigreifen haben sich in der Zwischenzeit auch ständig um die Bogenschützen gekümmert. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Aber ihr müsst mit dieser Taktik wirklich aufpassen, weil ein guter Spieler kann euch da ziemlich auf die Finger hauen, wenn ihr sowas versucht. Gerade wenn er hier nicht Blobs bildet oder so und euch ausmanövriert. Ihr müsst da mit eurer Infanterie, vor allem mit dieser billigen Infanterie, immer flexibel bleiben und gucken, dass ihr reagiert auf euren Gegner, sodass der euch nicht ausmanövriert, weil ihr wollt wirklich in die Nahkämpfe reinfeuern, in denen eure Speerträger hier sind, mit euren Mörsern. Und wir sehen hier, wir haben gar nicht so viele Kills mit den Mörsern gemacht, aber es ist auch so, dass diese Mörser relativ viel, also die haben ja diesen Explosionsschaden und machen eigentlich weniger Kills und mehr HP-Schaden. Ähnlich wie mit Wägen eigentlich. Und von daher, ja, also ich bin echt mittlerweile sehr überzeugt von diesen Mörsern. Ihr habt dadurch echt viele taktische Vorteile. Vor allem denen, dass ihr praktisch das gegnerische, wenn der Gegner überlegene Fernbogeneinheiten hat als ihr, dann sind die Mörser eine super Wahl. Und ja, probiert's mal aus, checkt mal die Mörser aus. Wenn ihr auch Erfahrungen und Erfolge mit denen oder auch Misserfolge hattet, dann schreibt's unten mal rein. Ich würde mich freuen, da mal was von euch zu hören, auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.